Ja, hallo ihr Lieben. Hier Grüße von unterwegs. Ja, jeder von uns möchte oder hat nur ein Bedürfnis in dieser Zeit, sich aus den Verstrickungen, womit er sich selbst gefangen genommen hat, in der Materie zu befreien. Und darum geht es, das ist die Qualität dieser Zeit. Und es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Möglichkeit, aus der illusorischen Vorstellung, ein getrenntes Wesen zu sein, ein abgetrenntes in unseren eigenen Illusionen, illusorischen Vorstellungen, die wir uns, über Gott im Glauben getrennt, von dem einen, von der Quelle, von uns selbst, von unserer Ganzheit und von unserer Unversehrtheit, von unserer Vollständigkeit zu sein. Und uns wieder an unsere Göttlichkeit zu erinnern und im zweiten Schritt anzunehmen, dass wir absolute göttliche Wesen sind, absolut göttlicher Identität sind. Und was das bedeutet, darüber spreche ich in jedem meiner Beiträge, in jedem meiner Videos, weil ja, weil es zu meiner Aufgabe gehört und mir das ist einfach das Größte und das Erfüllendste ist, daran zu erinnern und auch meine Hand zu reichen. Denn meine Basis meines Wirkens ist es, ist mein eigener Selbstheilungsweg, meine eigene Erwachensreise, steil. Und ja, es geht, anders ausgedrückt, unser Kern, unser Wesenskern ist das Paradiesbewusstsein. Unser aller Wesenskern ist Glückseligkeit, ist absolut unversehrt, unberührt, frei, vollkommen, vollständig, Harmonie, Frieden, Freude, Glück. Ja, und jeder, aber wie kommen wir daran, das zu erfahren? Und ja, es wird oftmals gefragt, was ist denn das Paradiesbewusstsein? Das paradiesische Bewusstsein, das ist da, wo der Mensch alle Illusionen, die wir jemals als Menschen kollektiv produziert haben, in unserer illusorischen Vorstellung ein getrenntes materielles Wesen zu sein, genau, die dadurch entstanden sind. Alle letztendlich Gedanken, Vorstellungen, Annahmen, Überzeugungen, Ansichten, Rückschlüsse, also kurz alles, was wir jemals geglaubt haben und gemacht haben, produziert haben, im Glauben, ein materiell getrenntes, körperliches Wesen zu sein. Und das Paradiesbewusstsein, wenn man das wieder freigelegt hat in sich, es ist ja schon da, das ist ja das, was wir sind, das ist ja unser ursprünglicher Zustand, ja. Das ist da, wo diese Illusionen, also diese falschen Vorstellungen, falschen Ideen, die wir uns über uns und über Gott gemacht haben, durchdrungen sind, korrigiert worden sind durch die Idee der Wahrheit, dass wir eine vollkommene Idee Gottes sind, unverändert, unvergänglich, ewig nach wie vor in unserer Anwesenheit, das sind, was wir immer schon sind. Und worum es in dieser Zeit geht, ist, dass wir diesen Kern, dieses ursprüngliche paradiesische Bewusstsein, dieses Himmelreich in uns, ja, wie Jesus schon sagte, Gott ist in uns, das ist das Himmelreich in uns, dass wir das wieder entwickeln, auswickeln, freilegen. Und ja, und tatsächlich zu sein, was wir sind, das bedarf überhaupt gar keiner Anstrengung, denn wir sind es ja schon, das ist ja die Anwesenheit, als dieses formlose, ungetrennte, zeitlose Wesen, das wir sind, allgegenwärtig, immer jetzt, das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist dieser heilige, heile Augenblick. Und der ist immer schon das, was er ist. Und das ist das, was wir sind. Das ist unsere Anwesenheit da drin. Ist immer da. Aber diese Arbeit, die Arbeit ist nicht außen. Die Arbeit ist innen. Es ist die
innere Arbeit an diesen hartnäckigen Überzeugungen, die wir so für wahr, für real angenommen haben, ne? In unserem Glauben, ein Körper, eine Person zu sein, eine Persönlichkeit, ein Körper, ein Verstand, doch das sind alles unsere Erfahrungswerkzeuge, durch die das Wesen, das Bewusstsein, das wir sind, sich erfährt. Und es geht nur darum, uns auszuwickeln, alles abzuschälen. Und das ist die Arbeit. Und ich bin dafür da, dass das auch in dir geschehen kann. Denn ich bin diesen Weg gegangen durch drastische Gotteserfahrungen schon seit vor 30 Jahren. Und da begann mein Selbstheilungsweg, indem ich durch ein Nahtoderlebnis, also ich war kurz vor der Grenze, habe ich mich entschieden, ich gehe den Weg ins Licht, ich entscheide mich für diesen Weg der Reinheit, der Klarheit, des Lichtes, der Liebe, also diesen straighten Weg, den gehe ich. Und damals war ich noch nicht spirituell, also jedenfalls noch nicht bewusst spirituell, alles Leben ist spirituell, geistig, ja, Natur, aber genau, und da begann der Weg, dass ich meinen inneren Heiler, ich war auch sehr krank, also mit unglaublich vielen Allergien und Süchten und Sucht und so weiter. Also es war alles Unfallfolgen. Genau, und so, ich habe begonnen, nachdem die Ärztereise damals herausgestellt hat, wie hilflos die alle waren. Und irgendwann habe ich das alles gelassen, alles losgelassen und war einfach nur damit. Und dann kam es, dass ich begonnen habe, auf meinen Forschungen meinen inneren Selbstheiler zu aktivieren, zu erwecken und diesen, mir versprochen, diesen niemals wieder zu verleugnen. Und ich habe jetzt, ich lebe seit 25 Jahren ohne Arzt, es gab vor 5 Jahren nochmal einen Zahnarzt und habe mich sozusagen in der Rückverbindung dessen, was ich wirklich bin, von innen nach außen geheilt. Erst von innen und also es geht alles von innen nach außen. Und so begannen auch alle meine Umstände, meine Beziehung zu heilen. Und das geht natürlich immer weiter, weil wir sind grenzenlose, unendliche Wesen und wir wollen hier das Leben schöpfen und erschaffen als grenzenloser Schöpfer, was wir alle erleben wollen. So ist es gedacht, ne? Und dass wir dieses Spiel hier beginnen, wirklich als bewusster Schöpfer zu spielen, als erwachtes Bewusstsein und nicht mehr als schlafendes Bewusstsein, weil dann ist alles immer nur noch mühelos und leidvoll und schwer, so wie es die Welt uns spiegelt. Doch wir können das ändern in jedem Moment. Aber es gibt wirklich nur einen Weg daraus, der raus aus der Illusion, letztendlich ein Mensch, eine Person, eine Persönlichkeit zu sein. Denn das ist immer noch das Denken in menschlichen Begrenzungen, Einschränkungen, all diesen menschlichen Vorstellungswelten. Und das ist eben einfach Lüge. Das waren wir nie. Und indem wir wieder aufwachen, dass wir göttliche, absolut göttliche Wesen sind, dass wir Bewusstsein sind, dass wir zeitlose Wesen sind, formlos, Energie, allgegenwärtig und dass wir immer da sind, dass wir Gott sind, ja, wenn wir das annehmen können. Und dazu ist eben auch dieses Gesetz nach Neville Goddard, dieses Gesetz der Annahme erforderlich, dass wir, denn daran liegt es nicht, dass wir unsere Größe annehmen können, dass wir das annehmen können, was ja vor 30 Jahren zum Beispiel, als es bei mir begann mit der inneren Reise, wenn man da überhaupt über spirituelle Themen mal gesprochen hat, da war ich noch ganz vorsichtig. Und heute ist das aber eine weltweite Bewegung des Aufwachens und des Erwachens. Und Gott, worum es geht, ist eben auch dabei, dass wir unsere falsche Vorstellung, die wir uns von Gott gemacht haben oder aufbinden haben lassen, ne? Gott, das Leben selbst, die Allliebe, das Bewusstsein letztendlich, aus dem alles ist, dass ich bin und in dem auch alles schon ist. Und letztendlich geht, wenn wir als das Erwachen, Aufwachen, wach werden, dass wir Bewusstsein sind, dass wir der machtvolle Schöpfer unserer Realität sind und dass alles, alles durch uns, alles, was wir erleben, durch uns nach außen in die Welt kommt und dass es eben auch nur durch uns wieder verändert werden kann. Darum geht es in dieser Zeit. Und wenn du dabei Hilfe möchtest, Begleitung wünschst, ich gebe momentan 1:1, das ist die Art meiner Begleitung,
die Begleitung, die ich sehr liebe, bevorzuge, weil es sehr, sehr nahe geht, weil es dann sehr vertraut geht, weil es direkt, ja, also weil das eine Arbeit ermöglicht, direkt am Punkt zu kommen, ohne Umwege. Und ich liebe einfach 1:1. Und wenn du nach meiner Hand greifen möchtest, ich bin hier, ich bin da und mein Bewusstsein. Und ich möchte dazu noch sagen, wenn die Illusionen, auch der Glaube, auch bei vielen spirituellen Menschen ist das noch nicht ganz klar, der Glaube daran, an eine Realität, der Idee des Mangels, der Idee der Schuld, der Idee der Angst, das sind alles menschengemachte Vorstellungen. Das ist nie wirklich. Du bist ewig unversehrte Unschuld. Schuldlosigkeit, sündenlos, ohne jeden Mangel, ohne jeden Fehler. Du bist vollständig vollkommen. Und da unser Seinszustand, was wir glauben, im Jetzt zu sein, manifestiert, was wir morgen erleben, ist es die Arbeit, an unserem Seinszustand zu arbeiten. Also das ist wirklich diese innere Arbeit am Bewusstsein. Das erfordert sehr viel Disziplin, gerade wenn uns unsere Lebensumstände eben noch Gegenteiliges spiegeln. Und ja, wenn du da einfach an deine Seite dir jemand wünschst, der dich da stetig erinnert, habe ich gerade ein wunderbares 21 Tage Angebot. Und das beginnt auch mit einem überraschungspersönlichen Treffen und als krönender Abschluss mit einem Wochenende, wo wir gemeinsam in einem schönen, erhabenen Hotel wohnen, wo wir das Ganze noch abrunden, und mittendrin in der Hauptzeit geht es zur Sache. Und ich bin jeden Tag da. Du kannst jeden Tag via WhatsApp aufsprechen, was du möchtest. Und wenn das für dich ansteht, wenn du das spürst, dann und wenn es wirklich du die Nase voll hast und du sagst, das ist genau das, worum es jetzt geht, kein Rumeiern mehr. Es geht wirklich darum, mich rauszuziehen aus der Zeit, aus der Welt der Form, weil all das bist du nicht, und auch aus der Welt, aus einer Welt der Bedingungen, und wieder einkehrst in dein ewiges Zuhause, das immer dieses Jetzt ist. Und dieses Jetzt ist eben auch, es ist vergangenheitslos, es ist ohne Zusammenhänge. Und dann triffst du deine Wahlen, deine Entscheidungen, ohne diesen Zusammenhang von Vergangenheit und Zukunft, immer aus deiner jetzigen Wahrheit heraus. Und so erschaffst du dir das Leben, das du dir wünschst. Und ich bin da und ich freue mich auf unser Gemeinsam. Wenn es sein darf, melde dich bei mir über Messenger oder schreib mir über E-Mail. Und ja, bis dahin. Schön, dass wir gemeinsam hier da sind. Und noch zum Schluss, wir sind ein Wesen. Ich bin das Ich. Es gibt nur dieses eine Selbst, dieses eine allgegenwärtige, allumfassende, ewig seiende Ich Bin. Und dieses ist das eine Gott-Selbst, dass wir alle miteinander sind, aus Gott sind, absolut Gott gleich sind, und als ungetrennte Wesen, als Ausdehnung Gottes sind wir das Selbst. Ja, wir sind ein Wesen. Und ich bin praktisch einfach hier der Erinnerer, der zu dir spricht. Und hier ist meine Hand. Wie gesagt, ich freue mich auf dich.